Ist deine Website oder Onlineshop ab dem 28.06.2025 nicht barrierefrei, drohen Strafen von bis zu 80.000 Euro. Grundsätzlich sind alle Unternehmen betroffen, die Produkte oder Dienstleistungen in der EU an die Allgemeinheit verkaufen. In diesem Video erfährst du, ob du betroffen bist, weil es einige Ausnahmen gibt, was du konkret tun musst, welche Tools wir dir empfehlen und unsere Meinung über diese Gesetzesnovelle. Ich erzähle dir auch in diesem Video den Grund, warum Florian und ich über 150 Stunden intern in unsere eigene Website investiert haben, damit diese barrierefrei ist, obwohl wir als Agentur gar nicht betroffen sind. Gut, aber schauen wir uns mal die Struktur des Videos an. Du kannst unten auch die Sprungmarken verwenden, um in den Bereich zu springen, der dich einfach interessiert. Im ersten Teil wird es darum gehen, warum Unternehmen sich mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigen sollten. Dann schauen wir uns an, was für Vorteile es hat und wer natürlich im Detail betroffen ist. Was ist Barrierefreiheit oder WCAG 2.1? Wir schauen uns genau an, wo auf der Website, in welchen Bereichen Barrierefreiheit ein Thema ist. Natürlich auch, welche Tools wir empfehlen. Dann werde ich dir zeigen, wie du manuell testen kannst, wo du Problemchen hast, die du beheben kannst oder auch mit automatisierten Tools und welche Tools wir empfehlen. Also, warum sollten oder müssen Unternehmer sich zukünftig damit beschränken? Grundsätzlich ist es ein Irrglaube, dass Personen mit Einschränkungen eine Minderheit sind. Weil es gibt ganz verschiedene Arten von Einschränkungen, die auf einen Menschen zutreffen können. Das eine sind Personen mit körperlichen Einschränkungen. Blindheit, Taubheit, Farbschwäche, all diese Themen. Zweite sind aber auch sprachliche Barrieren. Natürlich, wenn Deutsch oder die Sprache, die du anbietest, nicht die Muttersprache ist, da ist einfache Sprache ein ganz wichtiger Faktor. Aber auch leichte Einschränkungen wie Sehschwächen, also nicht die Blindheit, sondern nur die Schwäche oder Rot-Grün-Schwächen, kann ein Problem sein. Dann haben wir das ganze Thema Gender-Thematiken. Und Diskriminierung, also jegliche Form von People of Color ist da so ein Stichwort. Das heißt, fühle ich mich wohl auf dieser Website oder Onlineshop? Ist der mir divers genug, vor allem wenn man gewisse Gruppen ansprechen möchte? Und die letzte Gruppe sind sozusagen altersbedingte Einschränkungen, die natürlich ähnlich den körperlichen Einschränkungen von Kategorie 1 sind. Man sieht immer schlechter, man hört immer schlechter, man braucht bessere Kontraste, um Überschriften besser zu erkennen und so weiter und so weiter. Also die zwei ethischen Gründe, warum man es tun sollte, ist keinen auszuschließen. Das ist ein Grundsatz, das heißt, keiner darf sich ausgeschlossen fühlen. Wenn zum Beispiel jemand nicht deine Website bedienen kann, ohne eine Maus bewegen zu können, dann könnte das als Diskriminierung dienen. Das zweite Warum ist, grundsätzlich hast du Vorteile bzw. alle Barrierefreiheit-Maßnahmen sind immer Maßnahmen, die allen helfen. Es gibt Dutzende Beispiele, auch in ganz vielen Schulungen, wo immer gezeigt wird, das war die Website davor, das ist die danach barrierefrei. Und die danach barrierefrei war einfach übersichtlicher, leichter zu bedienen, egal ob man Einschränkungen hat oder nicht. Also Verwendung für alle zu erhöhen oder zu erleichtern, ist, glaube ich, auch im Marketing und in der Conversion-Lehre ein wichtiger Hebel. Und das dritte ist, es drohen leider Strafen. Es wird nicht so sein wie der Datenschutzgrundverordnung, wo es Verwarnungen in Österreich gibt, sondern es werden wirklich Strafen hier zu erwarten sein. Ich glaube, man will verhindern, dass das ein Gesetz ist, das eben halbherzig vielleicht nur umgesetzt wird. Also, wer ist im Detail betroffen? Grundsätzlich alle Unternehmen, die für die Allgemeinheit etwas anzubieten haben. Aber, und es gibt eine große Ausnahme, nämlich Unternehmen, die unter 2 Millionen Umsatz und unter 10 Mitarbeiter sind. Bist du in einem der beiden darüber, musst du genauso barrierefrei deine Website oder Onlineshop gestalten. Es gibt ein paar Kategorien, die extra angeführt worden sind. Also zum Beispiel alle Organisationen öffentlichen Rechts und deren Institute. Also dass zum Beispiel ein Magistrat oder eben öffentliche Stellen barrierefrei deren Website gestaltet werden sollen, ist, glaube ich, klar. Die zweite Kategorie sind Hersteller oder Produkteinführer oder Händler, die in der EU mit Ware handeln und das eben für die breite Allgemeinheit. Aus meiner Sicht trifft das vermutlich sehr, sehr viele Onlineshops. Zum Beispiel sind das natürlich Elektronikgeräte in jeglicher Form, Alltagsgegenstände, Baumärkte kann es betreffen und so weiter und so weiter. Grundsätzlich auch, wenn du Dienstleistungen für die breite Masse anbietest, also für den Privatkunden, dann musst du dir genauso Dinge überlegen. Zum Beispiel das Yoga-Studio könnte in so eine Kategorie fallen. Oder auch der Arzt. Also, grundlegend, jeder, der mit Privatkunden zu tun hat, betrifft das. Was ist diese Barrierefreiheit und unter welchem Standard ist das gesetzt? Also im Juli 2023 wurde das Barrierefreiheitsgesetz, kurz BAFG, beschlossen. Und eben die Einführung passiert am 28.06.2025. Wer wird das Ganze überprüfen? In Österreich wird es das Sozialministerium sein.
4 Hauptthemen. Inhalt muss wahrnehmbar sein. Das Ding muss bedienbar sein. Es muss verständlich sein für jeden. Und es muss robust sein. Dafür wurden gewisse Kriterien einfach in Level eingestuft. Das ist A, AA und AAA. Wenn du mehr erfahren willst, w3.org, der erste Link unten in der Beschreibung, da kannst du dir alles ganz genau durchlesen. Aber ich führe dich hier im Video eh in den wichtigsten Punkte durch. Um selber mal grob zu checken, ich werde dir aber am Ende dann nochmal Tools zeigen, kannst du einfach folgende Dinge ausprobieren. Versuch mal, die Bilder auszuschalten auf deiner Website, also in deinem Browser. Und dann schau dir an, wie klar ist deine Website, verständlich, was du machst und so weiter. Probier mal mit der Tab-Taste über dein Menü zu springen oder einfach die Maus nicht zu verwenden. Kannst du deine Website oder deinen Onlineshop damit bedienen. Farbkontraste kannst du prüfen. Das heißt, wie stark unterscheidet sich helle Schrift vielleicht auf weißem Hintergrund und solche Dinge. Aber da gibt es ganz, ganz viele Dinge zu überprüfen. Details zeige ich dir jetzt eh gleich. Also schauen wir uns mal so Beispiele an, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Grundsätzlich kann man sagen, wir haben so technische Themen, wir haben Content-Themen und wir haben so multimediale Bereiche. Weiterer Vorteil von Barrierefreiheit ist, dass, wenn du hier optimierst, deine SEO-Sichtbarkeit genauso steigen kann, weil die Kriterien sehr, sehr ähnlich sind. Also ganz berühmte Beispiele sind, wie Überschriften gekennzeichnet sind, ob Bildernamen und deren Altattribute ausgefüllt und sinnhaft sind. Aber auch, in welche Sprache verwendest du? Wie einfach ist Sprache? Wie viele Fremdwörter verwendest du? Wie lange sind Sätze? Sind das kurze, einfache Sätze? Wie gut verwendest du Fremdwörter und Sprache? Gibt es Sprachumschalter? Und so weiter. Dann natürlich Links und sind Call to Action sehr sprechend. Also mehr erfahren ist natürlich nett. Mehr über SEO erfahren ist natürlich viel besser. Neben den Themen wie Kontrast, Navigation der Website über eben den Tabulator, eben ohne Maus zu navigieren und so weiter, ist so der erste und ganz klassische Bereich. Schwierigkeit ist natürlich auch, wie geht man mit iFrames um, also sprich mit Medien, die von außen kommen. Oder bei Videos und Audios, wie geht man mit dem Thema um, für taube Menschen gibt es Untertitel. Oder kann man eben mit dem Transkript einfach nachlesen, wenn ich mir die Audiospur einfach nicht anhören kann. Du wirst es vom Thema her jetzt schon erahnen, Barrierefreiheit ist etwas, das man zwar den Zustand grundsätzlich herstellen kann für eine Website oder Onlineshop, aber einfach auch ein bisschen regelmäßig oder regelmäßig das überprüfen lassen muss. Weil natürlich, wenn Content neu hochgeladen werden, vielleicht mehrere Personen Inhalte auf der Website online stellen und so weiter, muss einfach geprüft werden, dass das funktioniert und auch der Zustand der Barrierefreiheit dann auch erhalten bleibt. Wenn du eine Agentur suchst, die sich mit Barrierefreiheit gut auskennt und du einen Barrierefreiheit-Audit benötigst oder Unterstützung während der Umsetzung oder die Umsetzung auslagern möchtest, dann melde dich gerne an office@etabs-digital.com, schreib uns eine E-Mail und wir schauen uns an, in welcher Situation du bist und helfen dir da gerne durch den Barrierefreiheit-Dschungel. Das Tool, was ich dir zeige, ist Wave, eines der beiden Tools, die ich mitgebracht habe. Du kannst hier dann oben deine Webseite oder die Unterseite, die du eben analysieren möchtest, eingeben. Das ist in unserem Fall diese URL. Und der prüft dann deine Website. In dem Fall siehst du die neue ETABS Agentur-Website. Er deaktiviert auch gewisse Styles dann, beziehungsweise kannst du das deaktivieren. Auch ganz interessant, wie eigentlich reiner Code aussieht. Dann siehst du eben relativ schnell, wo hast du vielleicht irgendwelche Kontrastprobleme, und kannst da dann wirklich in die Details hineingehen und sagen, hey, die ETABS hat bei diesem Google-Partner-Logo eben die Alternative, ah ja, okay, wenn ich das öffne, komme ich zu einem neuen Fenster, was ein Problem ist in der Navigation. Aber es fehlt doch irgendwo ein alternativer Text. Kontrast-Error haben wir noch zwei, die sind halt jetzt wahrscheinlich in der zweiten Stufe der Überarbeitung dann irgendwo entstanden. Aber der Großteil unserer Webseite oder unserer Startseite zumindest ist am Weg und in die richtige Richtung. Wir haben uns dazu entschieden, aus zwei Gründen natürlich, unsere eigene Website zu überarbeiten und viel Zeit zu investieren, damit diese barrierearm und bald barrierefrei ist. Natürlich auf der einen Seite war das unser erstes eigenes Projekt mit dem Thema Barrierefreiheit, um ein Gefühl zu kriegen, wie ist das wirklich in Realität, diesen Status zu erreichen. Auf der anderen Seite waren wir ein bisschen technologisch getrieben, weil wir verwenden eine Joomla-Website, die Barrierefreiheit relativ weit ist gegenüber anderen CMS-Systemen, aber natürlich in WordPress genauso schon tolle Lösungen gibt. Manche Dinge muss man halt einfach manuell machen, weil ein Alt-Attribut unter das Bild zu schreiben, kann jedes CMS, man muss es halt nur tun. Wir wollten uns tatsächlich auch anderen Zielgruppen öffnen, weil wir niemanden ausschließen wollten. Das ist so ein Grundwert von ETABS. Jeder darf sein, wie er ist und mit allen Stärken und Schwächen. Und da versuchen wir natürlich, unsere Website für jeden wirklich zugänglich zu machen. Also für uns waren es ethische Gründe und natürlich, weil wir das als Dienstleistung ja auch anbieten. Das zweite Tool, was ich mitgebracht habe, nennt sich X.
Installiert man X in Google Chrome oder in Firefox, dann kannst du in Google Chrome rechtsklick auf Inspect. Dann hast du nämlich da rechts oben X Dev Tools und hier kannst du dann eben sagen, bitte scanne alles auf meiner Website. Der geht jetzt durch und macht genau das gleiche Thema. Er versucht herauszufinden, wo sind Fehler, die man halt einfach beheben sollte. Also, was ist das Fazit und was haben wir uns heute ein bisschen angeschaut? Auf der einen Seite haben wir uns in dem Video angeschaut, wer ist betroffen, wie kritisch ist auch die Gesetzesnovelle, sollte ich danach handeln oder sollte ich hier mit meinen Agenturen, Partnern, Teams und so weiter sprechen? Ich würde es auf jeden Fall auf die Agenda setzen, so früh wie möglich ansprechen. Der 28.06. ist schneller da, als man denkt. Vor allem bei großen Installationen oder sehr viel Selbstprogrammierung kann das schon einige Zeit dauern. Ich würde mich auf den Weg begeben, auf jeden Fall, und vielleicht auch heute schon in der Content-Erstellung auf jeden Fall das Personal schulen oder sich selbst schulen, damit man es von Anfang an einfach richtig macht. Wenn du mehr über Barrierefreiheit erfahren möchtest, dann abonniere total gerne unseren Channel, weil wir werden dich hier natürlich up to date halten und mit ganz vielen Tipps, Erfahrungen und so weiter versorgen. Wenn dich das Thema nicht nur Barrierefreiheit Audit, sondern auch ein SEO Audit interessiert, die gar nicht so weit weg voneinander sind, dann empfehle ich dir jetzt dieses Video anzuschauen. Für jeden, dem das Thema nachhaltige Webseiten interessiert, auch da gibt es Nachhaltigkeit, dem empfehle ich, dieses Video jetzt anzuschauen. Gerne liked das Video, schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare, teile es mit einem Freund oder Kollegen und wir sehen uns im nächsten Video.